Ja, und da bin ich wieder, liebe Zuschauer, mit The Last of Us Remastered mit mir, dem Kolani. Wir sind letztes Mal stehen geblieben, wo wir hier den Panzer hier gesehen haben und wir müssen dort jetzt irgendwie vorbei. So, einen haben wir jetzt erstmal tot. Muss zugeben, ich habe die letzten Tage nicht so sonderlich viel gespielt. Mann, Ellie, geh doch mal weg hier. Bleib unten! Ja, die schießen mit einer Art Geschützturm auf uns. Sehr schön. War es gerade einer? So, erstmal verarzten. Das wäre, denke ich mal, das Wichtigste. Dann gehen wir jetzt nochmal hier rein. Bauen uns eine leichte Nahkampfwaffe. Schnell, Joel! Was ist? Ellie? So. Holle Geschützturm, der wird wahrscheinlich da gleich wieder weiterschießen. Oder auch nicht. Erstmal schauen wir uns hier drin nach Vorräten um. Aua! Gut, jetzt muss ich kurz überlegen, wie wir jetzt hier weiter vorgehen. So, ja. Den Weg um den Truck herum. Hätte ich das mal gewusst, hätte ich wahrscheinlich die andere Sache damit genommen. Vielleicht kriegen wir den ja da auch gleich wieder hin. Schleichen wir uns mal im Sau. Und tschüss. Hier rein, hier rein, hier rein, hier rein, hier rein. Und du. Ah, da ist ja schon wieder so ein Penner drin. Ey, nein, 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 nein. Ganz sicher nicht, mein Freund. Ganz sicher nicht. Ellie. Aua! Nice, Alter. Alter, die Ellie ist wieder gut drauf. Das hat auf jeden Fall gut getan. Wieder runter. Aber ob wir hier noch was Wunderschönes basteln können, leider nicht. Gott sei Dank kann Ellie uns immer wieder
ein Medic zustecken. Der scheiß Panzer, der verfolgt uns immer noch. Müssen wir kurz gucken, wo wir hin müssen. Ich weiß, dass wir hier hinten durch müssen. Ja. Okay, du hast mich zwar nicht angegriffen, aber trotzdem. Jeder, der mir entgegenkommt, ist ein Feind. Au. Na komm doch, ich hab's da hinten gesehen. Alter. So, jetzt haben wir noch 6 Schuss. Der ist tot. Und weiter. Sag mal. Alter! Der kommt hinterher! Scheiße, jetzt haben wir ein Problem. Jetzt habe ich ein Problem. Wenn ich da jetzt rumgehe, bin ich tot. Achso, hier können wir rein. Lampe an. So, jetzt müssen wir uns irgendwie einen Weg da durchbahnen, ohne dass wir diesem komischen Panzerwagen wieder entgegenkommen. Das wird äußerst schwierig. Ich habe mir eben kurz mal auf die Karte geguckt bei mir. Hab mir extra so eine Strategiekarte geholt von The Last of Us. Wo ich dann direkt weiß, wo wir ungefähr hinlaufen müssen. Okay, da geht's anscheinend raus. Da wollen wir noch nicht lang. Gucken wir uns noch weiter um. Hier haben wir nichts mehr. Okay, hier ist auch nichts. Sehr gut, dann gehen wir jetzt hier raus. Das ist okay. Was da? Was willst du mir denn sagen, Ellie? Uiuiuiuiuiui. Ich glaube, sie sind weg. Ich glaube nicht. Nicht runtergucken. Ganz vorsichtig. Oh, haben wir ihn hier liegen. Ganz vielen Krimskram. Pillen. Auf der Toilette. Natürlich normal. Hier lang irgendwo mal Comics, habe ich gesehen. Allerdings hier nicht. Tasse. Das ist, ob hier meine Familie drin gehaust hat, quasi mit Kindern. Das würde auf jeden Fall erklären, warum da so ein wunderschöner Twister-Teppich auf dem Boden ist. So hieß das, glaube ich, damals, oder? Twister? Ja, doch, das war Twister. Verdammt!
Joel, hör auf! Da! Lass ihn in Ruhe. Ganz ruhig. Jetzt nicht schießen. Ist okay. Das sind nicht die Bösen. Nimm sie runter. Mann, schlägst du hart zu. Ich wollte dich ja auch erledigen. Ja, ich dachte auch, du gehörst zu denen. Dann habe ich dich gesehen. Falls du es nicht wisst, bei denen sind nie Kinder. Nur die Stärksten überleben, du weißt schon. Du blutest. Ach, das ist nichts. Ich bin Henry. Das ist Sam. Die Kleine sagt, dein Name ist Joel? Ellie. Wie viele Leute seid ihr? Die sind alle tot. Hey, das wissen wir nicht. Wir waren zu mehreren. Jemand hatte die tolle Idee, in die Stadt zu gehen. Vorräte suchen. Die Wichser haben uns überfallen. Haben uns gejagt. Jetzt versuchen wir nur noch hier rauszukommen. Zusammen können wir das schaffen. Ellie. Je mehr, desto besser und so. Sie hat recht. Das könnte was werden. Wir haben ein Versteck ganz in der Nähe. Besser, wir reden dort weiter. Okay, bring uns hin. Kommt mir nach. Tut mir echt leid wegen vorhin. Macht nichts, ich hätte wohl das Gleiche getan. Wo kommt ihr her? Wir kommen aus Hartford. Ehrlich? Da unten soll es ja total übel sein. Ja, das Militär ist da abgezogen. Die mussten weg. Das sieht jetzt vermutlich wie hier aus. Genau, redet ihr da mal weiter. Ich gucke gewesen noch ein bisschen durch die Räume. Schau dich mal an, was hier alles liegt. Explosionsrate ist jetzt 1,5-mal so groß vom Molotov-Cocktail. Was hier alles liegt, das hätten wir alles gar nicht gemerkt, wenn wir den Leuten jetzt hinterhergelaufen wären. Das Spiel möchte auch, dass wir auch mal ein bisschen von der geradlinigen Seite mal weggehen, um uns hier ein bisschen umzusehen. So, jetzt kann ich auch euch mal wieder hinterherlaufen. Jetzt haben wir alles eingesammelt. Wir müssen aufpassen. Direkt nebenan stehen sie immer wach. Ah, du scheinst dich also wirklich schon sehr gut auszukennen, Henry. Und du hast nur deine Tochter? Wir sind nicht verwandt, wir sind eher, Ich habe versprochen, mich um sie zu kümmern. Ja, das ist sehr ehrenhaft. Die Ellie ist doch fast verplappert. Okay. Gut. Alter, das lohnt sich ja richtig, was hier alles drin ist. Ich glaube, oben war auch noch eine Tür. Die könnten wir vielleicht auch mal versuchen, mal aufzumachen. Ellie, hier ist noch einer von diesen Comics. Schachspiel, ein Riesen oder. Nee, das geht Flat Screen. Wieder 10 Pillen. Health. Alter, da haben wir ja richtig viel Kram zusammen. Aber noch ein Messer. Vom US Army. Das habe ich da offenbar nicht gelesen. Aber sei es drum. Wir folgen hier mal der Meute weiter. Die warten ja offenbar auch alle auf uns. Ist auch sehr nett von euch, sehr liebenswürdig. Schokotoys. Spielwarengeschäft offenbar. Halt, halt! Seid mal leise. Weg von dem Fenster!
sie hauen ab. Mann, der verdammte Truck. Er verfolgt uns schon, seit wir in dieser verdammten... Sam, was machst du da? Gar nichts. Los, weg damit. Mein Rucksack ist praktisch ganz leer. Was ist die Regel für dieses Zeug? Er wiegt fast nichts. Die Regel. Sag sie mir. Wir nehmen nur, was wir brauchen. Genau. Jetzt komm. Alter, der ist ja ganz schön streng mit seinem Sohn. Nicht weit. Nicht mal weit. Schauen, ob hier noch was liegt. 50% auf alles. Na nur. Den hat doch gerade ganz bestimmt Ellie eingesteckt. Shit. Was gefunden? Ellie, gib uns Deckung. Da oben war wohl jemand. Na klar. Sam, wo sind die anderen? Bei ihr. Sie wollen mal alles absuchen. Sicher gehen, dass da nichts ist. Okay. Da drüben umsehen. Schaue hier. Ich gehe hier lang. Geh da runter. Hey, schnapp ihn! Zack, Headshot. Ja genau, lauf mir doch noch direkt vor die Flinte, du Idiot. Oh. Bam, Headshot. Jetzt wollte ich doch gerade den rechten Stick reindrücken, damit ich snipen kann. Ist da was? So. Das war's. Nicht schlecht, Alter. Gut. Wie auf den Truck. Das sind halt Bosse. Auf den Truck, sagt er. Dann gehen wir mal auf den Truck. Aber wie blöd sind die Gegner, bitte? Ich stand gerade direkt neben dem. Und der sieht mich nicht. Durch die Tür. Ist es wirklich sicher, so nah bei Ihnen? Na, ich habe einen Schlüssel, Mann. Und woher hast du den? Kommt alle rein. Ja, nur die Ruhe. Ich will hier erstmal mich durch... Wie alt bist du? Ich? 14. Wie alt bist du? Auch so. Oh, du bist 14. Beinahe. Okay. Wirklich? Können die bitte mal aufhören, die ganze Zeit zu quatschen, wenn ich nicht in der Nähe bin? Ey, das ist scheiße. So kann ich mir nämlich nicht die ganzen Dialoge anhören. Wir sind da. Ja, mach die Tür auf, Digga. Mach die Tür auf. Los. Also ich dir die... Kram in den Dreck reindrücken, Junge.
So. Dann mal hören, wie es weitergehen soll. Wie lange versteckt ihr euch schon hier? Ein paar Tage. Aber wir haben Essen gefunden. Hier. Blaubeeren. Und zwar jede Menge davon. Willst du was? Nein. Hey, ganz cool. Wir sind sicher. Und warum seid ihr noch hier? Wir warten auf den richtigen Moment. Und? Komm. Sieh dir das mal an. Diese verdammten Arschlöcher. Jeden Tag versammeln sie sich da unten. Bewachen die Scheißbrücke. Aber in der Nacht sind nur noch ganz wenige da. Nach Sonnenuntergang. Das ist die Chance. Die meisten sind dann weg. Und wir schleichen vorbei. Das könnte gehen. Oh, das wird gehen. Das wird auf jeden Fall gehen. Wow. Ganz gut. Au! Oh. Ein Blaubeerenunfall. Es ist ewig her, dass der Junge überhaupt mal gelächelt hat. Ihr macht das anscheinend gar nichts aus. Und wo wollt ihr jetzt hin? Es heißt, die Fireflies sind irgendwo draußen im Westen. Wir wollen uns ihnen anschließen. Ja. Was gibt's zu lachen? Naja, es scheinen gerade extrem viele Leute ihr Vertrauen in die Fireflies zu setzen. Ja, vielleicht gibt es Gründe dafür. Du weißt also nicht, wo sie sind und zerrst ihn einfach durch das ganze Land, um sie zu finden? Jetzt pass mal auf. Ich kümmere mich um meinen Bruder und du dich um die Kleine, ja? Schon gut. Wir suchen auch nach den Fireflies. Schieb mal eine ruhige Kugel. Hier sind wir. Es gibt eine verlassene Militärfunkstation direkt vor der Stadt. Wenn jemand aus unserer Gruppe noch lebt, kommt er dahin, morgen. Wenn ihr beide mit uns kommen wollt, wir gehen heute Nacht. Dann sollten wir uns wohl ausruhen. Sollten wir. Er sagt, dass wir jetzt los müssen. Also, wir müssen schnell sein, okay? Was auch immer passiert, du hängst an mir. Wie eine Klette. Eine Klette? Eine Klette. Ah, okay. Gut, gut. Okay. Wie eine Sentex-Klette. Ja. Okay. Bleib nah bei mir, okay? Hast du das schon mal gemacht? Ja. Wie beruhigend. Sei cool, Alter. Ich hoffe nur, du kennst den Weg. Hier lang. Ich will hier mal lieber das Scharfschützengewehr mit. Munition sollen wir vielleicht auch demnächst mal finden. Ansonsten haben wir bald ein Problem. Gehen wir mal lieber in die Hocke. Okay. Wir schleichen uns an sie ran. Hey, ich komme dir nach. Hey. Okay. Ich versuche warm zu bleiben. Wie sieht's da draußen aus? Wir haben Infizierte erledigt. Keine Spur von den Eindringlingen. Glaubst du, sie sind noch in der Stadt? Ja, die sind noch hier. Okay, ich drehe noch eine Runde. Oh. Zum Teufel, ich habe was gehört. Ja. Scheiße. Suchen wir den Flur ab. Du, such da unten. Der sich bewegt, ey.
Ich weiß, dass du hier bist. Scheiße. Dort links. Oh Mist! Wow! Scheiße! Du bist... So. Henry, du musst aufpassen! Okay! Machen wir uns noch ein Medpack und dann sollten wir uns mal langsam aber sicher mal dorthin verziehen. Oder? Wir machen jetzt eine kleine Folgenpause und machen in der nächsten Folge den Sturm auf die Brücke. Ich denke, das wäre ganz gut. Schöner Cliffhanger. Hoffe, ihr seid dann auch morgen dabei, wenn wir die Brücke in Angriff nehmen und uns an den Arschlöchern vorbeiwurschteln.